Voltrax. Ja, ich würde erstmal warten und mir anschauen, was die so machen. Ich habe ja meine Hilfe angeboten, die wollten sie ja nicht. Deshalb lasse ich das jetzt sein. Ich als Zwerg bin ein bisschen eingeschnappt. Wenn sie meine Hilfe nicht wollen, die feinen Herren Gildenmagier, tja, dann nicht. Ach, Voltax, habt ihr euch schon um diese Grönnel gekümmert? Nein, das will Das ich soll, da jetzt. sollte die unbedingt näher sein. Also, wenn die Ja, ich wirklich so warte. gefährlich sind, wie ihr sagt. Ja, du hast ja recht, hast ja recht. Das. Nehmt euch ein paar Wachen und verhaftet sie einfach. Ja, das. Ich warte noch auf Jalan. Er wollte mitkommen. Der mag Golma auch nicht. Ist der Vernünftige hier. Den wirst du dann vermutlich auch oben finden, wenn er gerade der letzten Wache nochmal die Rüge gibt. Und dann auch das Tor öffnen lässt, also die Tore wieder öffnen lässt. Ja. Nun, keine Erkenntnisse hier. Vermutlich irgendeine Art von Zauberei, die da am Werk war, wenn die nichts gesehen haben. Oder Faulheit. Ihr wisst ja, wie Möglich. die sind. Oder sie haben einen gesoffen. Haben wir noch andere Möglichkeiten, andere Ansätze? Also. Nun, nehmen wir an, ich weiß nicht, ob einer der Magier verschwunden ist, aber ansonsten, vielleicht einer, den wir nicht gewischt haben, der sich dann dort hereingezaubert hat, die alle abgestochen, wieder herausgezaubert. Ich will doch lieber Gewissheit haben, anstatt dieses, es könnte ja irgendein Magier gewesen sein. Wenn wir hier einen Meuchelmörder haben, dann müssen wir ihn finden. Nun, der Herr Preis scheint sich nicht anzuschicken, uns die Wahrheit mitzuteilen. Wir müssen uns Nun, also wohl vielleicht darauf dann aber verlassen. Satinach. Voltax. Das. Na, die wollten ja erst ihre Analysen machen. Ich Also schlage warten wir auf Ihre vor, Analysen, aber. als wäre meine Analyse nur zweite Wahl. Ich Aber ich schlage vor, bin wir durchaus dafür, sehen. dass ihr als erstes nachschaut, weil es mir erscheint wie die sicherste Methode. Naja, aber die wollten ja nicht. Jetzt sind sie schon dabei und dann können sie das auch, also alleine machen. Es kann dort unten ja nicht mehr so lange dauern. Wir werden den Bericht der beiden abwarten und dann entscheiden wir, was zu tun ist. In der Zeit, vielleicht gibt es hier noch irgendwo was zu essen. Schauen wir mal. Ja, gut. Na gut, von mir aus. Mit leerem Magen analysiert es sich halt schlecht. Wenn wir dieses Land wieder göttergefällig machen wollen, dann dürfen wir keinen Massenmord zulassen. Nicht unter unserer Aufsicht. Nun, es waren nur einige verstoßene Magier. Es waren Gefangene, die unter unserer Obhut waren. Es ist also unsere Verantwortung, sie in Sicherheit zu halten, bis sie ein Praios gefälliges Gericht bekommen haben. Ich stimme Kieras dazu. Garinor, es sind gildenfreie Magier. Sie haben kein Gericht Sie verdient. waren unter unserer Obhut, in unserer Gefangenschaft. Sie sind unsere Verantwortung, Ihr egal weint wer sie sind. denen zu viele Tränen nach. Sie sind tot in unserer Obhut und wir haben Jalan. einen Mörder auf freiem Fuß. Mir fällt gerade auf, die Bäume sind auch gildenfreie Zauberer. Richtig, Voltax. Ganz richtig. Also, wir wissen, was wir nach dem Mittagessen machen. Und wir könnten uns vor dem Mittagessen darum kümmern. Meine Isarun wird sicherlich noch ein Weilchen beschäftigt sein. Mal eben schnell dort hinunter mit ein paar Leuten und sich um die Räume kümmern. Ja, das stimmt. Was du vor dem Essen kannst besorgen, das verschiebe nicht auf. Naja, nach dem Essen. Jetzt noch mal die Treppe hinab in den Keller. Nun, dann los, nicht wahr? Und zu den Gräulen. Ja, nach einer guten Mahlzeit könnt ihr dann meinetwegen auch gemeinsam aufbrechen, es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Ideen, was ihr mit dem Keller tun wollt. Als begraben bietet sich das sonst nicht an. Erstmal die beiden Magier abwarten. Aber ihr wird sowieso nichts rausfinden, Isarun. Ich hätte dann noch einen Oculus, würde ich probieren. Ich würde mir bei dem Sprechen Zeit lassen, weil ich rechne eh damit, dass ich hier etwas Zeit verbringen werde. Ja, darfst du gerne mal würfeln. Modus Astralis. Das ist ein richtig guter Zauber. Naja, 4 Punkte. Ich habe halt nur 4. Ich wollte gerade sagen, der Würfelwurfball war halt gut. 10er-Sperren ist möglich. Ja, also, Ja. hier wurde gezaubert. Abelmir hat mit einem Odem gesprochen. Ansonsten, in der tiefen Vergangenheit wurden hier auch Dämonen beschworen, haben Dämonen
Seelen in die Niederlande gezogen, das kannst du alles erkennen, aber die Magier wurden zumindest ganz profan, so wie das eben auch profan zu erkennen ist, mit einem Dolch gerichtet. Gut, und dann erkenne ich wahrscheinlich keine Spuren, dass hier irgendwann ein Ignoranz hier durchgeflutscht ist. Einfach. Die Matrix hat aber mir erfolgreich kaputt gemacht. Alles klar. Also vielleicht erkennst du, dass an der Stelle, wo er eben stand, der Ignoranz hier gewirkt wurde, aber nicht von wem. Sonst gib mir nochmal den Oculus, was findet er raus? Oculus geht, glaube ich, über Sinnenschärfe. Mhm. Genau. Genau, also da muss man eigentlich noch eine Sinnenschärfeprobe machen, richtig, die jetzt um die Hälfte der ZFP-Stern erleichtert ist. Und man kann als Hilfstalent Magiekunde noch herbeiziehen für die magische Analyse und da kann man auch die Hälfte quasi als Erleichterung heranziehen. Möchtest du gerne diese Probe? Du kannst sie gerne mal würfeln. Also ich weiß, dass du die 5 Minuten wirst du haben. Aber so, da es eine magische Analyse ist. 19. Ja, also um 5 Punkte erleichtert und dann nochmal um 2 weitere durch den Oculus und dann mache ich jetzt meine Sinnenschärfeprobe um 7 erleichtert. Ich suche gerade die verfluchte Erschwernis-Tabelle, aber ich finde sie nicht. Bei Modem ist sie, glaube ich, oder? Ja, hinter Modem, ja. Mhm. Der Zauber ist ein Tag her. Das ist ja eine plus 8. Wie viel ASP hast du ausgegeben? Eine Kombination aus Odem und Analyse. Die Ignoranz, ja. Sieben, glaube ich. Mhm. Dann Odem 3. Ja. 7 wäre das dann nochmal eine Erschwernis von 4. Ich glaube, das war's. Es ist insgesamt eine 12er Erschwernis. Es ist ein Tag her. Das ist eine plus 8, ne? Mhm. Magische Wesen, es war ein. Zählt nicht, da es ein Zauber ist und kein Wesen. Wir suchen ja nicht nach einem Wesen, wir suchen nach einem Zauber. Den Zauber sind, muss da drum gucken. Wir sind 4x5 ASP unter 30 bei 7. Und sie will ja nicht sehen, dass Abelmir hier durchgelaufen ist, sondern den Zauber sehen. Vielleicht also müssen wir uns an den wirklichen Zauber orientieren, nicht an Abelmirs AE-Vorrat. Sie kann vermutlich leichter sehen, dass Abelmir hier durchgelaufen ist, aber naja, er läuft ja dauernd durch. Ja. Ja, du kriegst halt auch kriegst du die Repräsentation raus? Ja. Ja, die krieg ich tatsächlich. War ein Gildenmagier. Sollte auch keine Überraschung sein. Und die Merkmale stimmen halt auch überein. Okay. Reicht jetzt leider nicht für. Nein. Für wirkliche. Also mit Signaturkenntnis könntest du vielleicht erkennen, dass er bei mir war, aber die hast du nicht, oder? Nein, die steht auf meiner Wunschliste, aber AP. Mhm. Ist der wieder dreckig lacht, der Sache. War schon clever, das war schon richtig gut. Und es waren halt keine elburischen Messer, das kannst du aber herausfinden. Ja, damit sind eure Nachforschungen nach, weiß ich nicht, 4 Stunden oder so im Keller sind die noch abgeschlossen. Unglaublich zermürbend, könnt dann währenddessen noch mal ein bisschen frühstücken und dann könnt ihr nach dem Mittagessen oder sowas, könntet ihr dann euch in die Stadt aufmachen. Nun, gehen wir ein paar Gräume richten. Ja. Ich muss das jetzt nicht ausspielen, ich meine, die Gräume werden alle niedergemacht und der Keller geplündert. Da gibt's jetzt nicht so viel. Ja. Ja, ich glaube, das macht auch keinen Sinn. Die werden sich dann nicht gegen euch sträuben. Die bringen euch nochmal ein paar Geschäftsideen mit. Also, naja, macht natürlich immer Sinn, dass man mit Grollen spricht. Gute Konsumenten sind fast so rar wie Endurium. Man sollte sie ehren. Und sie wollen noch nicht sterben, weil man, wenn man tot ist, keine Geschäfte machen kann. Ja. Ihr kennt das Ganze. Ich glaube, ne, wir lassen da unsere Unbestechlichkeit mal durchblitzen. Ja. Die Keller sind randvoll mit Geld. Allerdings solltet ihr da wirklich gut überlegen, ob ihr das mitnehmen wollt, weil vieles von dem Geld ist blutig. Dürft ihr gerne mal eine Magiekundeprobe plus 10 mit Dämonologie als Spezialisierung dürft ihr benutzen. Irgendwer wird das sicherlich wissen. Also ich hab's nicht. Mm-mm. Aber ich will das Geld ja sowieso nicht. Ich will es ja, um Sumo zurückzugeben. Ja.
Also Abelmir, du kannst von dem Dämon erzählen, das blutige Gold, wenn du das halt ausgibst oder raffgierig an dich nimmst, um es dann für deine eigenen Interessen zu benutzen, dann gehen damit ein Minderpack geht damit einher. Also ihr könnt das dann, weiß nicht, verbrennen oder so wäre, glaube ich, die richtige Wahl. Ich weiß, was wir Die machen. Finger fallen lassen. Ich weiß, was wir machen. Wir sichern erst einmal den Raum ab, stellen zwei Wachen davor, schließen die Türe ab, ignorieren es. Wenn wir die Zeit finden, morgen oder so, werden wir ein wenig Weihwasser von den Göttern erbitten und werden das Geld damit tränken. Ich glaube nicht, dass das hilft. Ihr unterschätzt die bannende Wirkung. Ihr unterschätzt diese Wirkung dieses verfluchten Goldes. Also ich kann ein Elementar beschwören des Erzes, der es an sich nimmt und wie deine Bärde einverleibt, aber dann hätte ich nicht mehr genug Kraft, um noch in die Vergangenheit zu blicken. Das solltet ihr tun. Wir sollten es einfach alles in einen Schmelzofen werfen. Wir haben bloß leider keinen Gutes Schmelzofen. Feuer sollte es reinigen. Wir haben leider bloß keinen Schmelzofen. Nun, dieses elementare Wesen könnte da wohl als hinreichende Annäherung gelten. Ihr unterschätzt, wie schädlich ein Bad in Weihwasser für jegliche Art von Dämon ist. Habt ihr nicht noch diesen Feuer-Djinn? Ja. Den solltet ihr vielleicht nicht hier entfesseln. Ihr wisst doch, was mit dem letzten passiert ist, den ihr Ach, losgelassen das wird schon gut gehen. Ja, dann brauche ich kein Elementar zu rufen. Das ist ja optimal. Dann kann ich noch in die Vergangenheit blicken. Ich würde mich tatsächlich lieber auf Bulldogs Expertise verlassen, aber ihr macht das unter euch aus. Ich vertraue der Abel mir. Du wolltest ja lernen, mit den Elementaren umzugehen. Ich stehe dir auch zur Seite. Nun, dieser Elementar ist etwas, nun sagen wir, widerborstig, aber ist wahrscheinlich seiner Natur geschuldet. Also, keine Sorge. In Gareth meintest du ja noch, wolltest ein bisschen besser deinen Umgang damit verbessern. Nun, Dann wäre jetzt die ist Chance dieses dämonische Goldband seinen Einsatz wohl den Göttern dienen. Ich werde mich ein wenig zurückziehen, um ein wenig darüber zu meditieren. Würde mich halt auf irgendeine Zelle bzw. eine Elevenklausur zurückziehen. Natürlich. Falls es nicht klappt mit dem Djinn, kann ich immer noch einen elementalen Diener beschwören. Ich meine, verunreinigtes Erz, das liegt mir ganz besonders am Herzen. Da muss dann der Blick in die Vergangenheit halt warten. Warum tut ihr das nicht? Nun, ich wollte euch ja die Chance geben, auch mal zu glänzen. Ihr habt recht. Also gut, lasst mir einen kurzen Moment der Ruhe. Natürlich. Ich Denkt würde ihr dann, was denkt ihr darüber, Karinor? Feuer, Erz, mir erscheint letzteres wesentlich weniger gefährlich. Ich würde einen kahlen Raum, also ohne Möbel oder sonst was gehen, wenn es was gibt, keine Ahnung. Nicht, Ja, dass es also brennt. schau dir halt das Bild von den widerlichen Gassen von Elvorum an. Du wirst da sicherlich irgendeine Bruchbude, irgendeine Baracke finden. Gerade wenn du dich tiefer in die Stadt zurückziehen willst. Du solltest auch eventuell nach Rosenwasser von Geras fragen, weil der Gestank allgegenwärtig ist. Und dann kannst du dich natürlich auch in einen Raum ohne Möbel zurückziehen, das geht. Ich dachte mir jetzt in der Akademie selber, vielleicht gibt es Ach einen so, ja, Raum. das kannst du natürlich auch in der Akademie tun. Auch im Hesinde-Tempel, das würde genauso gehen, aber ansonsten, Pool der Schmerzen, da kannst du dich dann auch in Vielleicht einen festen Raum zurückziehen. im Keller, da wo die Leute gestorben sind. Wenn du da, ja, weiß ich nicht, willst du meditieren oder dein Djinn beschwören oder was wolltest du tun? Ich will ihn rufen, also aus dem Ring rufen und ihn kontrollieren, aber ist vielleicht nicht so wirklich schlau, In oder? Nee. der Ja, ist nicht Ritualkammer. schlau, nee, ist recht, ist Blödsinn. Ich würde außerhalb dieses Raumes gehen und vielleicht in diesem na, Schlossviertel da vielleicht irgendeinen Raum finden, der nicht ganz so kontaminiert ist vielleicht. Gibt es dort sowas? Der Adel von Oron wird allesamt kontaminiert sein. Also du hast aus jedem Gebäude hast du irgendeinen Belkhel-Paktierer rausgezogen. Sonst würden Okay. die hier oben niemals sein Und dürfen. da suche ich mir irgendeinen Bruchbude halt. Alles klar. Möchtest du dann Charmy Chahira beschwören? Ich würde Charmi Jahira rufen aus dem Ring. Also ist ja gebunden an diesen Ring und ihn anrufen. Charmi Jahira vom Flammenberg, eile herbei und erfülle meinen Dienst. Ich hab dir schon mal gesagt, wie du mit mir redest oder nicht redest.
Ich bitte dich, mein feuriger Djinn, tu mir diesen Gefallen. Eine Bitte, kein Gefallen. Du kniest. Ich knie mich vor diesem Djinn halt hin. Bitte. Du bist unterwürfig. Was willst du von mir? Ich möchte, dass ihr dort in diesem Gebäude, ich zeig mal Gebäude, in diesem Raum gibt es verdorbenes Gold. Verbrennt diesen Raum und verbrennt diese ganze Akademie. Zerstörung, Feuergestalt. Vollständig. Keine lebenden Zeugen. Keine Gnade. Deutest du auf den Fex... Na gut, was heißt... Also willst du die Räume zerstören, die Goldziggurat oder... In den Tasmanien? Die komplette Akademie in Brand aufgelassen. Die Schule erst einmal, nur zur Sicherheit. Das Gold liegt im Keller von diesem Gräumen-Ding hier bei der Siedlung. Ach so, genau. Okay. Nein, dann meine ich natürlich diese Gräumen... Ihr soll dieses Gräumengold vernichten, zerschmelzen, wie auch immer. Und dann weitergehen, die Akademie anstecken. Also so werden wir die auch los. Du hast mein vollstes und ganzes Vertrauen bei der Sache. Ja. Ich meine, schäme dich, dass du Magie dazu benutzt, aber mein vollstes Vertrauen. Ja, also du kannst sehen, wie Chamy Chahira vom flammenden Berg sich dann vor deinen Augen in Asche auflöst und... Du bist dir nicht ganz sicher, ob das funktioniert hat. Du bekommst einen weiteren Schaden, 1W6 Schadenspunkte von dem Ring, der ein weiteres Mal glüht. Und wenn du dann wieder zurückgehst zu den anderen, die wohl immer noch davor stehen und gerade diskutieren, was man mit diesem Raum machen soll, siehst du, wie dann blaue Flammen nach oben lecken und das ganze Gebäude, die Goldziggurat der Gräume dann vernichtet. Die stehen auf der Straße mit Ende ringend, laufen dann noch mal rein. Du kannst wohl auch... Ich würde auch rausrennen. Rennt! Ich habe ihn nicht mehr unter Kontrolle. Was habt ihr getan? Geht raus aus der Akademie! Dann würde ich eine Kontrolle würfeln. Wenn du sagst, du hast ihn nicht mehr unter Kontrolle, würde ich... Ich habe ihn voll unter Kontrolle. Das weißt du aber nicht. Du alter Lügner. Ja, es ist mir aber egal. Wenn du sagst, du hast ihn nicht mehr unter Kontrolle, glaube ich dir das in dem Moment natürlich und würde probieren, den Djinn zu kontrollieren. Ja, Boltax, du kannst aus dem Inneren hören, wie sie wohl rufen und schreien. Und jetzt will jemand eine Probe auf Gräumisch haben, gräumische Sprachen. Ja. Also wenn sie vor Schmerzen rufen und schreien, kann man die Kontrollprobe sich auch sich mal Zeit lassen dabei. Ja, das geht sogar. Du kannst sie verstehen, sie rufen da wohl gerade ihren Opa an und du, na gut, Magiekunde über Gräumen wirst du nicht haben. Bei aller Liebe, du weißt nicht, wie gräumische Artefakte funktionieren, es sei denn Magiekunde plus 15 mit gräumischen, nein, wirst du nicht wissen. Nee. Also sie rufen gerade ihren Opa an und du siehst dann wohl, wie auch Wasser gepumpt wird und die versuchen da wohl gerade mit irgendwelchen magomechanischen Artefakten, mit irgendwelchen Gräumenseelen dann diesen Feuer-Djinn zu bekämpfen. Ihr habt Glück, aber mir. Sie wollen ihn unter Kontrolle bringen. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ich kreuz von meinen Finger am Rücken. Also erstmal kriegt Abelmir einen Tritt. Abelmir, was habe ich euch über diese Elementare gesagt? Ihr könnt froh sein, dass er erst außer Kontrolle gegangen ist, als wir schon draußen waren. Was passiert, wenn das nächste die Stadt abfackelt? Was passiert, wenn ihr irgendwie, ich weiß nicht, ihre Großmutter beleidigt habt und sie uns als nächstes anzünden will? Ach. Keine Sorge, ich bin noch da, um zu vermitteln. Ich kann ganz gut mit den Elementaren. Aber mir seid ihr sicher, dass ihr damals eure Magierprüfung bestanden habt? Ja. Ach, ihr hattet eine Aufgabe. Eine. Aber mir, ihr müsst das mit den Elementaren, ihr müsst euch dankbar zeigen und freundlich auf sie zugehen. Es sind Wesen, die vor Kraft und Macht nur so strotzen. Dass sie uns diese Geschenke darbieten, dass sie uns einen Dienst erfüllen, das ist etwas Großes. Ihr müsst mit dem entsprechenden Respekt an sie herantreten. Neben euch könnt ihr sehen, wie ein Gräum auf die Straße sinkt, auf die Knie und da wohl gerade irgendwie schreit und weint. Nicht, weil es sein Gebäude ist, sondern weil er derjenige ist, der die Versicherung abgeschlossen hat und er muss wohl für die Feuerversicherung bezahlen.
Es wird niemanden mehr geben, dem er irgendwas ausbezahlen kann, wenn wir hier fertig sind. Es sind doch nur Räume. Ja. Und ob wir sind dieses Gold trotzdem los. Es schadet niemand. Es wird den armen Leuten schaden, die danach hier ausgraben dürfen, damit wir das Gold mitnehmen können. Das Gold ist verflucht. Sollte man nicht ausgraben. Doch sicherlich nicht alles. Ja, alles. Wir werden es garantiert nicht hier rumliegen lassen, wenn es verflucht ist, oder? Das kommt auch noch dazu. Denkt ihr überhaupt mal nach? Ihr habt gesagt, ich soll das Gold verbrennen. Das habe ich getan. Und jetzt schreit ihr rum, dass ich das Gold nicht verbrennen sollte. Ihr solltet euch entscheiden, was ihr wollt. Boltax, nächstes Mal, wenn Abel mir vorschlägt, eure Aufgaben zu übernehmen, sagt ihr bitte laut, nein, danke. Ja, okay. Ich trete ihm gegen das Bein und sage, nein, danke. Dann könnt ihr sehen, wie wohl gelber, grüner Schaum aus dem Gebäude rausläuft und irgendeine alchemistische Substanz, die sich da wohl gerade an dem Boden gelöst hat und dann ja so viel ist, dass sie aus dem, ja, aus dem Boden dann rausläuft und subscht. Also die werden sich da gerade gegen den Djinn gewehrt haben und haben da wohl gerade irgendwelche feuerresistenten Alchemiker benutzt, um Jamy Chahira zu vernichten. Brennst Was du? Mit dem Gold passiert ist, wisst ihr nicht. Brennt's jetzt noch? Nein. Und dann gehen wir rein. Also es hat auch nur ein bisschen geraucht, also so ein bisschen schwelig und ihr könnt dann durch diesen ekelhaft stinkenden Matsch gehen. Ja. Ach, was ist das? Scheiße! Es riecht, als hätte man die blutige See in Flaschen gegossen und dann nochmal draufgeschissen. Wie raus soll ich daraus noch eine Gelegenheit machen? Ja. Ihr! Seid ihr auf der Suche nach einem neuen Gebäude? Kaum Brandspuren. Ich bin bereit, euch dieses Gebäude zu verkaufen. Was wollt ihr haben? Sagen wir 10.000 güldene Dukaten. Dafür gehört euch das Gebäude und wir sind auch selbstverständlich bereit, die Instandsetzungskosten zu vermitteln. Gebt euch einen von diesen Edelsteinen, wenn ihr sofort verschwindet. Ja, 2 Edelsteine. Ich bin kurz davon, Gefaxius zu zaubern. Nimm den Edelstein und deine ganze Grollmsippe, sage ich auf Grollmisch, und verschwinde oder ich vernichte euch alle. Und das wird nicht wie mit dem Feuer-Djinn. Nein, ich beschwöre einen Erz-Djinn, der das Ganze einstürzen lässt. Ihr wollt mich bedrohen? Ja. Oh, dafür werde ich dich verklagen, mein Freund. Das ist mir doch scheißegal. Der Richter steht direkt neben dir, frag euch. Das ist der Richter. Ihr bedroht mich? So. Ich halte den Edelstein nochmal hoch und tu ihn langsam zurück in die Tasche führen. Du merkst, wie er dich geschäftsgierig anfunkelt und blinkt. Und dann geht er zu einem übrig gebliebenen Schreibtisch um dich herum. Du stehst knietief in diesem widerlichen, stinkenden, alchemistischen Schaum. Und er setzt dann da wohl sowas schnell, schnörkelig, krakelig eine Unterschrift auf, einen Vertrag und kommt dann damit auf dich zu. So, jetzt bekomme ich erst einmal 100 Dukaten dafür, dass ihr mir mit meinem Leben gedroht habt. Ein Archofaxius, das wäre natürlich gar tödlich für uns. Außerdem habt ihr die Grollmsippe hier in ganz Elburum bedroht. Und wenn ihr nicht möchtet, dass ihr gleich von ein paar Armbrustbolzen durchbohrt werdet, dann solltet ihr dieses Angebot annehmen und danach unterhalten wir uns weiterhin, inwiefern ihr dieses Gebäude kaufen wollt oder nicht. Ansonsten verschwindet ihr hier. Jetzt 100 Dukaten. So, ich pack an meinen Schlangenring und löse Magnetismus aus. Ist mir nämlich scheißegal, ob hier irgendwelche Armbrustbolzen rumfliegen. Das wird dann nämlich nicht mehr passieren. Und auch alles Gold und alle Edelsteine und alles knallt erstmal voll zu Boden. Kommt also nicht magnetisch. Ja, ich habe kein Erz an mir. Mir ist das scheißegal. Ich glaube, der Zaubermagnetismus schert sich nicht darum, ob er metallmagnetisch ist und ob es Metall ist. Ja. Metallwaffen und vergleichbare Gegenstände können nur bla 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 bla. So, das ist Wege der Zauberei. Das ist kein lieber Kantiones. Welche Seite ist das? 129. Genau, ich fasse mir an den Schlangenring. So, warte. So, Magnetismus. 21 ASB, davon eine, das ist für das Ritual. Genau. Mit diesem Zauber ist der Träger des Rings in der Lage, den Erdboden in seiner Umgebung mit starker magnetischer Kraft zu erfüllen. Jeder eiserne oder stählerne Gegenstand wird mit großer Kraft zum Boden gezogen, als würde sein Gewicht ein Vielfaches steigen. Metallwaffen und vergleichbare Gegenstände können nur mit einer KK-Probe plus RKP bla bla. Träger von Metallrüstung müssen KK-Proben ablegen, um den Rüstungsschutz der Metallrüstung, also das Schwert. Ja.
Armbrustbolzen in der Regel auch, weil sie... Aber kein Gold. Metallener Gegenstand. Eiserner oder stählerner Gegenstand stand da, glaube ich. Eiserner oder stählerner? Ja. Es geht nicht um Metalle, es geht um... Ja, Ferromagnetismus. Genau. Aber ja, war sie doch, seltsam. Es reicht aber, um alle Bolzen von mir abzulenken. Also ist mir ziemlich scheißegal. Gut, hey, dann würfelst du deine Ritualkenntnis. Dann würfelst du erstmal deine Ritualkenntnisprobe. Ja, mache ich. Und dann dürfen alle, die Eisenrüstungen tragen. Ja, das hat die Frage. Ist Toschgrill magnetisch? Stimmt. Ja. Weil ansonsten wäre ich fahren raus, weil ich ja nur mein Kettenhemd habe. Und einen Helm, aber den. Komm, der ist nicht viel Metall. Kettenhemd auf alle Fälle. Bin ja, ich Toschkrieg. Diese Sumpf mit meiner Eitelkeit? Keine Ahnung. Ich erschwere dir die Ritualkenntnisprobe um deinen Vorteil gegen Räume. Okay, Vorteile gegen Räume. Ich habe nicht vor. Warte mal, ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich habe die große Gräumverschwörung als Nachteil. Was ist denn, wie viele Punkte sind das? Das ist Einbildungen. Nee, aber glaube es. Einbildung ist die große Gräumverschwörung. Wie viele GP sind das? Müsste ich Punkte, ich glaube 5. Ja. Ist die Probe um 5 schwer? Alles klar. Dann ist es plus minus 0 gelungen. Das da oben war seine Gräumischprobe. Das war meine Gräumischprobe. Ich habe einen 14er Wert. Ach so, ja. Im Ritualkenntnis. Die Gräumprobe. Warte. Muss ich gerade gucken. So. Das müsste mit den 5er Erschwernis easy geschafft sein. Ja, aber dann, weiß nicht, hat Iserun auch Eisen? Also ich hab ein Tauschgrill-Kettenhemd. Ja, was ist mit Tauschgrill magnetisch? Ja, ich bin draußen geblieben, ich bin noch nicht in die stinkende Suppe gegangen. Ich bin auch nicht da drinnen. Ja, dann kriegst du jetzt eine KK-Probe, Jalan. Ich bleibe stehen wie der Fels in der Brandung. Eins. Du merkst wohl, wie jetzt von den Decken, siehst du wohl, wie Armbrüste sich in deine Richtung gedreht haben und die Bolzen werden wohl versucht abzuschießen, vollautomatisch in deine Richtung gedreht, aber die Bolzen selber werden auch zum Boden gezogen und der Gräumhaut schaut dich hasserfüllt an. So, du hast versucht mich zu töten, jetzt stirbst du, sag ich auf Gareti, guck Jalan an. Mehr Signal brauche ich nicht. Ich ziehe mein Schwert, willst du noch eine KK-Probe für haben oder kann ich den Crit mitnehmen? Ja, den Crit kannst du dafür nehmen. Okay, ansonsten nehme ich ansonsten Zepter, der ist ja aus Gold, und hau den ersten Gräum um. Gut. Und dann wird hier durchgegangen und alles, was nicht mal drei wegrennt, umgehauen. Ja. Bin mir jetzt nicht sicher, welche verschiedenen Zaubergräume alle in ihrer Artefakte sprechen können. Einer wird auf alle Fälle sich an einen Ring tippen und dann akzeleriert rauslaufen. Ein anderer wird sich an seinen Hut tippen und dann sowas wie ein Armatrutz oder sowas bekommen. Ein anderer löst dann vollautomatisch ein Guardianum aus. Also verschiedene Schutzzauber, die dann hier gewebt werden. Und dann schaue ich mal, was will denn Boltax tun? Ja, ich würde hinter... unserem guten Jalan bleiben und gucken, dass ich... Also erstmal werfe ich meinen eisernen Willen an, dass ich nicht zaubert werde. Von den Grollen am Ende noch gegen meinen Willen. Ansonsten würde ich Jalan unterstützen. Wie lange dauert das Anschmeißen? Eine Aktion, ne? Ja, eine Aktion. Ja, Jalan, wie hoch ist deine MR? 6 Punkte. 6 Punkte? Doppel-1 auf Blitz, ich finde. Halleluja, die Welt ist schön. Hat jemand einen Chip? Ja, ich hab einen Chip, aber... Hast du deinen Chip nicht schon ausgegeben? Ich? Ja. Ach ja, stimmt. Vollkommen richtig. Für Messer, letzte Woche. Messer, was? Ich hab jemanden eine Halluzination verpassen wollen. Ja, das war letzte Woche. Du hast einen pro Sitzung. Ach so, okay. Hast du sonst deinen heute noch nicht ausgegeben? Heute habe ich noch nicht. Wenn er nicht wusste, dass er einen hat. Dann würfelst du wohl die Probe neu. Weiß ich nicht, will Boltax das denn? Ja, wir sind eh gleich am Ende, also gut. Ja, würfel neu. Ihr könnt mir auch nicht das Schwarze unter dem Finger nageln, ne? Ist trotzdem eine gute Probe, die Jalan wird trotzdem blind. Aber halt nicht Teklador blind. Richtig, und bei Gräumen Angriffswerten von 5 reicht das immer noch, um da durchzugehen wie Butter. Ja.
Die Dolche kannst du sowieso nicht benutzen. Du merkst wohl, wie sie dir zwei, dreimal gegen deine Schienbeine treten. Du merkst wohl, wie sie schmerzerfüllt aufschreien, sich gerade ihre Glasknochen gebrochen haben und dann durch den Schaum nach draußen laufen. Halt nur, ihr kleinen Mistkerle! Ich krieg euch ja doch! Na, haha! Gib's ihnen! Was ist denn hier los? Attentat, Abelmir! Kommt, macht mit! Die wollten mich töten!